So, und damit Freunde des gepflegten Counter-Strike, herzlich willkommen zur ESL One Cologne. Ich habe heute den Enker dabei, als Komut. Herzlich willkommen auf dem Stream. Moin, moin. Die ESL One Cologne, das Major. Es ist wieder soweit, wir haben natürlich wie immer Drops. Endlich. Die sind sehr, sehr wichtig. Endlich, ich kann nicht mehr warten. Eigentlich sind wir auch nur deswegen da. Im Prinzip ja. Also ich meine, mein Steam-Account ist connected, ich sitze hier eigentlich nur die ganze Zeit und hoffe, dass ich irgendwann mal einen Drop bekomme. Letztes Major hat es tatsächlich geklappt, ich habe mich aber wieder reingesneakt und auch hier wird die ganze Zeit nur mein Account benutzt, damit ich ja irgendeinen Drop abgreifen kann. Und dementsprechend sind wir da auf jeden Fall schon mal gehypt. Next Level wäre es natürlich, wenn du jetzt irgendwo noch ein Smartphone hättest oder einen Laptop. Und auch das noch benutzen würde, eigentlich schon, ja. Also ich meine, je mehr, desto besser. Also ich bin hier ein paar Ecken, glaube ich, voraus. Ich habe nämlich auf jeden Fall mein Smartphone schon connected, bin die ganze Zeit auf dem Stream im Start und kriege auf jeden Fall mindestens 15 Drops. Das ist natürlich Next Level, da kann ich auf jeden Fall nicht mithalten. Aber wir haben natürlich auch ein Match. Irgendeins. Astralis gegen Dignitas. Und das haben wir natürlich auch schon mal für euch im Browser soweit vorbereitet. Und zwar auf 99 Damage, das wisst ihr. Deswegen sind wir ja auch hier. wir haben Team Dignitas gegen Astralis als erstes Matchup heute. Und das Ganze wird stattfinden auf DE Overpass. Wir haben vorher im Vorhinein schon so ein bisschen über das Veto diskutiert. Was meinst du, war Overpass für Astralis ein guter Pick oder beziehungsweise für Dignitas? Also mal eher so, weil Astralis als Overpass-Team hat man auf jeden Fall auf dem Schirm. Weiß nicht, ob das unbedingt für Dignitas ein guter Pick war. Ich glaube, sie haben sich lieber gewünscht, dass es Mirage wird, weil Mirage ist eine wirklich ihrer stärksten Maps, die sie haben im Petto. War am Ende natürlich ein bisschen ungünstig, dass es auf Overpass getroffen ist oder gegangen ist, aber ja. Okay. Damit müssen sie sich jetzt zurechtfinden, leider. Ja, wir können auch direkt reinschauen, denn wie ihr seht, geht es bereits los. Wir haben die Piston Round, Astralis auf der T-Seite, Dignitas auf der CT-Seite. Ich weiß nicht, also ich denke auch, dass es für Dignitas halt eine ganz, ganz harte Nummer werden kann. Vor allem, wenn Astralis jetzt zu Beginn auch noch auf der T-Seite starten kann. Ich glaube, dass es gar nicht mal so schlecht für sie ist. Auch wenn Overpass vielleicht jetzt trotzdem ein bisschen so als CT-Map verschmäht ist, aber ich denke schon, dass es ein ganz guter Start für sie werden könnte. Gerade weil es jetzt auch noch die erste Map ist des Tages. Nicht nur deswegen, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass sie halt mit Glaive jetzt ein Stand-In drin haben. Da sind vielleicht die Rotations als CT nicht ganz so geschmeidig oder nicht ganz so abgestimmt, und dann könnte das natürlich als Terror etwas leichter werden, wenn man halt hier und da ein bisschen das Glück auf seiner Seite hat. Also wir sehen, spielt jetzt Astralis auch direkt ein Veto, aber hier hat man auch sehr, sehr gute Blinker. Aber MSR rennt leider blind zu ihm, geht dann auf die Position von Config, und das war übertrieben ungünstig, da gerade von MSR hingerannt zu sein. Und ja, wie wir sehen, ist es irgendwie ein Tu-und-Tu noch geworden. Aber bei Dignitas hat man auch kein einziges Kit gekauft, man hat sich voll und ganz darauf verlassen, das Ganze mit Kevlar zu regeln. Jetzt, Cajun. Da wurde nur angekittet, jetzt wird durchgezogen. Oh, schöner Frag von Rubino und jetzt. Oh. Oh, schön von dir, weiß der Klasse. Ja, erste Runde. Ich würde nicht sagen souverän, aber auf jeden Fall an Astralis, oder? Absolut. Das ist natürlich jetzt wieder der perfekte Start für sie. Mit dem Ingang-Sound können wir gleich fixen. Wir wissen, dass er ein bisschen zu laut ist, aber da werde ich mich sofort drum kümmern. Auf jeden Fall, ja, diese erste Runde auf der T-Seite ist natürlich immer schön, denn jetzt hat man direkt die Eco von Dignitas vor der Nase. Wahrscheinlich so die beiden Ecos, ja, sie haben ja, beziehungsweise sie haben ja die Möglichkeit, nicht auf der CD-Seite die Bombe zu legen, ist ja völlig logisch. Dementsprechend entscheiden sie sich hier auch nicht für den Frostbuy, sondern man geht tatsächlich zweimal mehr oder weniger in die Full-Eco, kauft hier nur ein paar Pistolen einfach, um da jetzt erstmal die Runden wenigstens ein bisschen teuer noch zu machen, dass der Astralis halt jetzt daran hindern, ein großes Geldpolster aufzubauen. Aber das wird natürlich gar nicht mal so leicht, denn wir wissen, gerade wenn du keinen Kevlar anhast, kannst schon mal ein bisschen hart werden, aber drei Leute den Connect abzustellen ist immer schön, da hast ein bisschen Close Range und kannst mit deinen upgradeten Pistolen schauen, ob man halt irgendwie an wenigstens ein oder zwei Kills rankommt. Was hier mehr oder weniger dann schon der Optimalfall wäre. Ist ein ziemlich interessanter Meta-Switch oder Meta-Change sozusagen, wenn du bedenkst, dass vor zwei, drei Monaten alle Teams noch in der ersten Eco eigentlich grundsätzlich einen Force-Buy gestartet haben und immer auf Null gekauft haben. Jetzt mittlerweile sieht man das bei sehr, sehr vielen Teams, dass sie auch schon in der ersten Eco einfach nur ganz normal ein paar Pistols kaufen, damit sie halt in der ersten Gunround dann etwas besser gerüstet sind, was das Equipment anbelangt. Und ja. Ist auch witzig, dass man auch bei Astralis gerade sieht, dass da nur eine einzige SMG gekauft wurde und die hat Glaive, und der ist natürlich jetzt damit bedacht, auch ein bisschen vorzugehen, dass er halt gerade so ein paar leichte Frags vielleicht kriegen kann oder dass er sich ein bisschen Geldpolster aufbauen kann. Ja. Der Underground-Stack hat nicht so ganz funktioniert wie für Dignitas und jetzt auch schon ganz solide eigentlich die zweite Runde für Astralis. Ist natürlich auch wichtig für Astralis, dass sie hier jetzt die beiden Eco-Runden einfach ohne irgendeinen Frag zu kassieren durchbringen und somit auch für sich ein bisschen ein Geldpolster aufbauen können. Denn in der Regel, wie wir wissen, ist Overpass eigentlich an und für sich eine CT-Lastige Map. Absolut. Ja, und wie gesagt, jetzt gerade da diesen starken Einstieg halt hinzulegen,
mit diesem womöglich direkt drei Runden für Astralis wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Geschichte. Schauen wir jetzt hier mal bei Dignitas nochmal drei Nades. Dann geht's vielleicht mit der Nade Richtung T-Treppen. Ein kleiner Nade-Stack kann auch immer zum Erfolg führen. Wenigstens den einen Kill hier bekommen. Doch, zweiter Kill auch. Jetzt Device, bisschen am Geld farmen. Da ist es nur noch der gute MSL im Untergrund. Müssten eigentlich auch wissen, dass er hier war. Das wären sie eigentlich am besten bedacht, wenn sie gemeinsam Park, also A lang durchgehen würden oder komplett nochmal über T-Base zu rotieren würden. Wichtig ist natürlich hierbei einfach gemeinsam gehen. Oder wie sie es gerade machen, einfach erstmal schön Fuß aufs Bremspedal steigen und dann Tempo rausnehmen und den MSL etwas machen lassen. Und wie wir sehen, wird es auf jeden Fall klappen für sie. Sipnix wird gleich einen leichten Frag kriegen. Jawohl. Zwei Waffen verloren, davon eine SMG. Ist verkraftbar, würde ich sagen. So, jetzt machen wir es einfach mal so. Ich hätte normalerweise die Konsole ja immer für uns sozusagen tabu, weil da immer die IP gezeigt wird. Aber diesmal nicht. Nee, clear, clear, clear. Ja, leider ist das Mischpult mich heute ein bisschen störrisch. Das will nicht so, wie ich will. Wir müssen dann schauen, dass es dann allgemein passt. Und wie gesagt, momentan, glaube ich, haut sich der Löffel noch ordentlich weg. Aber... Gerüchten zufolge soll es auch eine Funktion geben auf Twitch, bei der man die Lautstärke regulieren kann. Meinst du? Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das ist ein Profi-Tipp von mir. Den gibt's gratis. Oh, jetzt Glaive gerade Untergrund. Trifft auf seinen, ja nicht auf seinen ehemaligen, aber auf den ehemaligen Astralis-Spieler Cajun, der natürlich jetzt bei ihnen die AWP ist. Konnte ihn auch gut durch den Molotov da verdrängen. Und das, was wir hier eigentlich immer bei Astralis sehen, ist diese starke Kontrolle über den Underground, beziehungsweise über Balloons. Und, ja, Cajun wird auf dem falschen Fuß erwischt, ebenso Rubino. Und damit hat man die 5 gegen 3 und jetzt spielen sie es doch ziemlich clever eigentlich. Glaive rennt alleine vor, faked hier vielleicht den A. Das sah etwas holprig aus. Und jetzt kommt man langsam nach. Jetzt stellt sich natürlich die Dignitas die Frage, sind die hier wirklich oder sind die nicht? Aber MSL kann die AWP spotten. Ich kann auch noch einen zweiten Spieler spotten. Ganz schön gestruggelt von MSL, der wäre machbar gewesen eigentlich, der Kill. Oh, Tenski war sauber. Wir wissen auf jeden Fall, wo der eine steht, aber Tenski natürlich jetzt nochmal schön Damage verteilt. Ich meine, der hat einen rausgenommen, wollte halt noch einen zweiten Kill, damit es wenigstens dann das 2 gegen 2 wird, aber... So werden sie da trotzdem erstmal in den Retake rein müssen. Schön am Autotop natürlich jetzt und Kerrigan, jawohl. Sehr gut zusammengespielt. Das war wirklich schön. Ja, da weiß Config jetzt auch 3 gegen 1. Sie wissen in etwa, wo er unterwegs ist momentan. Also für ihn eigentlich eine kaum lösbare Situation. Wird von Kerrigan sogar abgezielt. Da hat ihn da scheinbar auch gesehen, zumindest wenn man jetzt dem Schuss vertrauen darf. Ja. Also da wird es für ihn wohl nichts mehr zu holen geben. Ja, einfach nur noch darauf bedacht, hier ein bisschen Schaden anzurichten, vielleicht ein paar Exit-Tracks zu machen. Ja, und gleich würde er sich auch noch ein bisschen von der Bombe entfernen, dass er hier nicht ganz so viel Schaden kriegt. Und ja, das ist schon die 4. Runde. Solider Start auf jeden Fall für Astralis bis hierhin. Bleibt aber abzuwarten. Ich kann nochmal schnell. Es ist ja Tatsache was Knochen immer wieder predigt. Ja, im ersten Match des ersten Tages immer die T-Seite wellen, wenn du Glück hast und der Gegner ist noch nicht, das heißt nicht hundertprozentig warm. Warm sind sie auf jeden Fall, wir sind ein Major, sie haben auf jeden Fall sich eingespielt, gar keine Frage. Aber es kann halt trotzdem sein, dass man noch nicht so hundertprozentig reinkommt zuvor, dass hier und da, wenn mal der erste Go stattfindet, dass man vielleicht noch nicht so gedanklich hundertprozentig on point ist und dann geht auch mal eine Runde schnell flöten. Und jetzt sehen wir, jetzt steht es halt gleich wahrscheinlich 5-0, wenn Astralis jetzt diese Anti-Iguano durchbringt. Und ich meine, auf der T-Seite so früh dann schon mal 5 Runden zu haben, ist halt der Optimalfall. Weil dadurch setzt halt den Gegner auch unter großen Druck, genau, weil sie die Runden einfach holen müssen dann. Langsam aber sicher. Jetzt hier lustig zu sehen, dass beide Teams quasi aneinander vorbeirennen. Astralis entscheidet sich für einen schnellen B-Split. Dignitas hingegen hat sich eigentlich auf den Mittelbereich konzentriert. MSL hat jetzt natürlich kurz gespottet, da er die Steps gehört hat. Kann jetzt ansagen, dass sie womöglich B drauf sind. Eine schnelle Rotation hier von Dignitas geschlossen über den CT-Spawn aber. Und meiner Meinung nach könnte da eigentlich der gute Config eigentlich schon wieder wegbleiben. Könnte versuchen, seine Waffe durchzubringen. Cajun gegen Glaive hier. Jetzt schauen wir uns doch nochmal hier. Ein bisschen riskant, ehrlich gesagt, aber... Den liebst du bitte. Haben gut Schaden angerichtet, meiner Meinung nach. 3 Waffen wieder rausgenommen, wenn wir jetzt mal aufs Geld gucken. Device, Kerrigan und... Ja, dort noch gut Geld eigentlich vorhanden. Die nächsten 3-4 Runden könnte man auf jeden Fall immer noch kaufen. Selbst wenn sie verloren gehen sollten. Aber jetzt natürlich die Frage, was macht Cajun jetzt mit seiner AWP? Vorhin hat er versucht, im Untergrund einen Frag zu machen. Das wurde gut gecountert von Astralis. Ja. Jetzt ist die Frage, kommt er jetzt vielleicht B-Offensiv, kommt er lang-Offensiv oder geht er in die Treppen vom Brunnen quasi? Ja, finde ich sowieso auf Overpass immer eine sehr, sehr interessante Dynamik, einfach gerade vor A halt dieses Offensivspiel, was das CT ja mehr oder weniger machen muss irgendwo auch. Ja.
Schauen wir mal, Rubino wird hier auf jeden Fall vorgeschickt. Auch eine Möglichkeit natürlich. Genshin Wie steht, ihm, ne? Genau, steht dahinter noch bereit. Das ist ein schönes Kreuzfeuer hier. Schauen wir, ob sie es im Endeffekt dann auch rentiert. Denn da, den Raum davor vorne schon ist. Maximilian, ist deine Aufhänge hier? Möglich. Er stand an der Wand. Deswegen stirbt er ja auch. MSL konnte aber gleichzeitig im Connector nochmal einen Reflex ziehen. Er musste nur schauen, dass er da jetzt noch wegkommt. Das hätte durchaus sein können, dass sie ihn schon abzielen. Okay, sehr riskanter Weg. Gutes Timing gerade bei ihm, aber... Ah, schade. Bitte. Wenn er eine Sekunde früher auf die AP switcht, hat er den Frag. Wenn er auch auf die Pistol switchen würde, hätte er auch den Frag gehabt, weil die Weiß gerade nur 12 HP hatte. Aber es ist natürlich jetzt bitter. Denn die Info, die jetzt hier Cajun daraus gewinnen konnte, ist jetzt nicht sonderlich viel wert, weil er hat nur einen Spieler entlang gesehen, ja. Weiß jetzt nicht genau, gut, bauen sie sich Richtung A auf, bauen sie sich Richtung B auf und jetzt ist natürlich Dickentest ein bisschen dazu gezwungen zu gamblen oder was zu riskieren, was wir hier sehen können. MSL pusht wieder lang offensiv den Park, macht die Weiß gut, man würde sich jetzt denken können, die Weiß alleine hier in Toiletten könnte der Indikator sein, dass es halt nur ein Absteller sein wird und so ist es auch. Config hat den Contact erlang. Sehr schön, ja, sehr klasse. Wichtig vor allem jetzt auch für Dinge, dass das jetzt sehen, okay, Config ist halt da, kann durchaus auch mal sowas aufhalten, weil ja. Nicht jeder Spieler macht unbedingt 3 Kills in seiner Position jetzt gerade. Aber dafür kennen wir Config, ja. Ja, das ist ja auf jeden Fall eine seiner Stärken. Auch wichtig für Dickentest, dass sie halt nicht nur jetzt vielleicht unbedingt mit 1 bis 2 Leuten überleben, sondern halt mindestens wirklich mit 3 Leuten. Ja, absolut. Die müssen mindestens Raffen legen. Wenn wir jetzt aufs Geld gucken, wir sehen durch die Bank ungefähr 2000 bei Dickentest. Ja. 1,8, 1,4 das Mindeste. Ja, nächste Runde, wenn man die verlieren sollte, wird schon wieder eng zu kaufen. Da gibt es dann vielleicht einen Quasi-Buy oder einen Force-Buy. Aber aufgrund der Tatsache, dass man Astralis da nicht broke setzen könnte, wird man wahrscheinlich einfach nur in die Eco gehen müssen. Jetzt wieder Cajun im Untergrund. Aber wie du siehst, Astralis ist super darauf vorbereitet. Sie wissen natürlich gut, Cajun, was sind seine Vorlieben, was hat er bei uns gerne gemacht. Wird er das hier auch wieder machen? Haben es gut gereadet, Molotov hingeschmissen, sie müssen sich verzupfen. Und jetzt, was ein folgerichtiger Move ist, was viele Teams halt auch machen, nachdem sie Untergrund denied wurden, schieben sie dann mit der AP in den Park zurück. Und da sehen wir auch ein gutes, dann sehen wir oben ein gutes Kreuzfeuer oder ein gutes Double-Team-Setup sozusagen mit Cajun und Robinho. Aber der Fokus von Astralis liegt hier mehr oder weniger auf dem B-Spot. Man ist hier geschlossen vor dem B-Spot, versucht sich etwas abzutasten. Und wenn wir mal aufs Equipment schauen, wir sehen halt schon selten oder generell wenig Equipment noch bei Dickentest hier. Cajun hat gerade noch eine Smoke rausgeschmissen, jetzt ist es nur noch als einziger quasi Config mit einem Molotov, der Rest hat nur noch Flashes. Ja. Ja, und ein Goal damit aufzuhalten ist nicht sonderlich leicht eigentlich. Ja, das Problem ist halt, dass jetzt momentan Astralis auch so ein bisschen den Raum bekommt, den sie für den Goal bräuchten. Ich meine, klar, Cajun zielt immer mal wieder kurz, also Richtung A kurz rein, aber im Moment könnten sie sich da halt voll aufstellen und dann auch gleich in Argo durchziehen. Und ich denke mal, genau das wird jetzt auch passieren, weil Astralis halt auch merkt, okay, hier vorne steht keiner, wir können uns da jetzt easy aufstellen, wir werden wahrscheinlich keinen Pick mehr kassieren. Und dementsprechend ist der Godan für sie natürlich relativ leicht durchzuziehen. Und jetzt kommt es halt eben zu genau dieser Problematik, wie man den Godan aufhalten bei Astralis, außer mit diesen Flashes. Ah, schön, das so geht geht's. Das eben das Setup, was ich gerade angesprochen hatte von Rubinho und Cajun. Cajun hat von hinten vielleicht ein bisschen abgelenkt. Rubinho konnte dann einfach einen Frag machen. Aber jetzt ist natürlich stark von ihm. Von war leider jetzt ein bisschen in der Bredouille hier, wie du gesehen hast. Der konnte natürlich einfach nur die Wahl haben zwischen, gut, werde ich jetzt getötet von den Toilettenbereich oder gehe ich in das 1 gegen 1 vielleicht im Park? Ja. Hat sich 1 gegen 1 gespielt. Sieht aus wie bei mir ungefähr. Jetzt 5 Sekunden, ja, wieder mal für dich und das. Vielleicht kann er wenigstens die AWP noch verteidigen. Wäre immer etwas. Na. Die kriegt er auf jeden Fall durch und damit die zweite Runde für die Ginters. Und auch hier wieder mit 3 Leuten überlebt. Auch nicht schlecht. Sehr gut. Ja, fand ich aber wirklich schön gelöst, so wie sie es dann aufgestellt haben mit Cajun. Rubino, du hast es ja gesagt. Also halt gerade noch so vor den Smokes, dass sie halt trotzdem die Frags noch ziehen konnten, auch mit wenig Equipment. Mehr oder weniger den Godan aufgehalten. Ja. Und diese zweite Runde. Jetzt muss man halt ein bisschen schauen, also Astralis geht jetzt auch langsamer sicher Richtung Eco. Das heißt also, wer auch immer diese Runde jetzt verlieren wird, wird halt höchstwahrscheinlich dann sparen müssen. Bei Dignitas ist dann die Frage, je nachdem wie teuer die Runde halt wird, ob man dann nochmal Forceball, genauso wie bei Astralis, ob sie nochmal gegenkaufen wollen oder nicht. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, der jetzt definitiv mitentscheiden wird. Dignitas relativ offensiv wieder, vor allem an der Lang diesmal. Ja, und da auch wieder ähnliches Setup wie gerade eben. Ja. Von hinten ist es halt der Cajun, der anlegt mit seiner AWP quasi die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und vorne ist es Rubinho halt, der dann die Frags im Überraschungseffekt quasi machen kann. Ja. Aber, wie wir sehen, der Standaufbau hat sich wieder ein bisschen verschoben hier von Astralis. Sie haben 2 verschiedene Aufbauten. Einmal einen, bei dem sie bedacht sind oder darauf bedacht sind, quasi hier diesen Kurzbereich einzunehmen und der andere halt, wo sie die Kontrolle halt im Toilettenmittelbereich quasi erlangen wollen. Und jetzt, wie wir sehen, verschieben sie halt durch diesen Untergrund schnell nach oben, nehmen jetzt die Kontrolle über Fountain ein oder über den Vierplatzbereich, Party, wie man die nennen will. Jetzt Kerrigan, ah, macht man hier vielleicht einen Tower hinter der Smoke? Glaive duckt sich schon. Ja. Expected. Und jetzt, aber guter Move davon. Ah, hat man. Hat er ihn gesehen? Nee.
Bin mir nicht ganz sicher. Okay, Jin. Okay, Jin wurde gesehen. Boah, ey, ich einfach nochmal rum, okay. Das war riskant, ja. Kann man machen. Rubine hier auf der Existence-Posi, die gerne gespielt wird. Aber wir sehen, sie verschieben die Richtung B und da steht Dignitas schon gut mit drei Leuten. Aber wenn wir auf das Equipment wieder achten, wieder nur noch Flashes am Start. Es wird gleich an. Ja, er zieht gutige Aufmerksamkeit auf sich. Jetzt wird es gleich wichtig, für Config da ein paar Fracks zu machen. Ah, Kerrigan ganz stark. Ah, stark von MSL 2 Frags.